Hallo meine lieben Kreativen. Ja, ich habe wieder einen Haul für euch und zwar einen The Eagle Haul. Wir haben wieder zu viert bestellt bei The Eagle. Es ist eine ganz schöne Menge zusammengekommen. Ja, was wir da wieder bestellt haben. Und das möchte ich euch zeigen und fange gleich mal an, damit es nicht zu lange dauert. Also wie gesagt, es sind wirklich einige Sachen. Gleich zu Anfang mal die Goodies, die dabei waren. Das sind so 3D-Motive, leider zum Ausschneiden. Also ich persönlich habe mit denen nicht wirklich Freude. Ja, ihr seht's. Die Motive sind zwar zuckersüß, aber ja. Dann haben wir hier noch so Cardstock in Vanille und Gelb. Und hier noch so, ja, Prospekte würde ich jetzt mal sagen. Zweimal die gleichen und hier noch von Marianne Design. Da kann man sich auch wirklich Inspirationen immer holen. Hier zum Beispiel die Karte finde ich richtig süß oben. Ja, dann hier von Dutch oder wie die heißen. Keine Ahnung. Ist auch so ein Prospekt eben dabei, was man machen könnte mit ihren Sachen. Mit den Schablonen. Und hier von Joycraft. Herbst. Sind auch süße, süße Sachen. Ach, da könnte ich schon wieder bestellen, wenn ich so die Standschablonen sehe und die Stempel und ja. Zucker, 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 süße Sachen sind da eben drinnen. Und auch ein paar Techniken werden verraten, wie man zum Beispiel so gleich ein Teilchen klebend macht, indem man doppelseitiges Klebeband gleich mal aufbringt, bevor man es ausstanzt und dann kann man es super leicht aufkleben. So, das waren mal die Goodies und dann fangen wir an. Ich fange mal an mit der lieben Sarah. Ich habe das Päckchen nämlich schon sortiert. Ich glaube, die Preise sage ich euch nicht, denn die variieren sowieso relativ schnell, aber es ist eins. Kann ich vorab schon sagen, es ist super, super, super günstig. Also hier haben wir zum Beispiel einen Cardstock. Der hätte jetzt 3,50 Euro gekostet. Da sind verschiedene Farben drinnen. Jo. Grammqualität kann ich sagen. Leinenkarton 30x30, 150 Gramm, lösungsmittelfrei, 6 Farben, 12 Stück. Das wäre das, was ich bestellt habe. Dann haben wir hier einen Embossing-Folder von X-Cut. Schaut auch relativ schön aus. Dann hier Designerpapier, Jingle Bells. 8 Designs, 32 Sheets sind da drinnen. Dann einen zuckersüßen Stempel hat sie sich geholt, einen kleinen Rudolf. Rudolf, der Red Nose Reindeer. Ja, dann gab es noch diese Shimmer Sheets. Was genau das ist und was man da genau damit macht, habe ich echt keine Ahnung. Liebe Sarah, wenn du das dann eben ausprobierst, es sieht wahnsinnig interessant aus. Ich möchte es jetzt nicht aufmachen. Ich weiß auch nicht, wie viele da drinnen sind. Es sind einige Blätter, sind die dann durchsichtig? Glaube ich eher nicht. Was macht man mit denen? Ja, da wäre ich echt gespannt, wenn du mir das verraten würdest, was du mit ihnen vorhast oder eben dann das Projekt herzeigst, was du damit gestaltet hast. Dann hier noch so ein Block mit verschiedenen Designs. Den hat sie auch dabei gehabt. Dann noch ein Prägefolder, Embossing-Folder mit Happy Christmas, mit den Weihnachtsstiefeln. Finde ich auch richtig, richtig süß. Da würde es noch so Ergänzungsfolder dazu geben. Das hat sie sich dazu geholt. Dann diese Bürste, Cleaning Brush from Brush. Ja, da bin ich auch gespannt auf die. Die wollte ich mir auch bestellen. Ich habe es mir jetzt von der lieben Ines gekauft. Denn die hat es doppelt gehabt. Jetzt habe ich es mir nicht geholt. Bin ich echt gespannt, wie das ist. Das ist eben so eine Matte hier. Also eigentlich, ja, macht das irgendwie einen Eindruck wie ein Schwamm. Und eben dann die Bürste dazu und da fährt man dann eben drüber über die
Standschablone, über filigrane Standschablone, damit man die kleinen Teilchen runterbekommt. Das hätte ich damals gebraucht für meine Schüchen, für die Babyschüchen. Dann hat sie hier noch verschiedene Pailletten in Rot, in Blau. Und dieses Blau ist faszinierend, das schimmert und glänzt. Das hat sie noch dabei gehabt und in Grün. Und noch in Rot. Diese sind etwas kleiner. Dann hat sie sich noch zwei so Kugeln bestellt. Auch da bin ich gespannt, was sie damit werkeln wird. Zweimal in groß und zweimal in klein. Also die haben sie auch bei der Igel. Und dann hat sie sich noch Stempelkissen geholt. Stayson, Sherry Pink, Midnight Blue und Gothic Purple. Ja, ich glaube, dass man mit denen sogar Folie stempeln kann, sind ja die Stayson dafür bekannt. Dann hat sie noch hier Memento und Memento in Grün und Rot. Und dann Versa Magic Jumbo Java Braunton. Das ist ein Kalk Ink, also ein Pigment Ink. Und die sind Dye Inks. So, das war noch von der lieben Sarah. Und ja, so kleine Blümchen von Scrapberries, die hat sie sich auch noch dazu geholt. Mal schnell zu den Preisen. Was kann ich euch da sagen? Ja, der Leinenkarton hat 3,50 Euro gekostet. Der Stempel 4,95 Euro. Das Papier, also dieser Block hier 1,99 €. Scrapberries 99 Cent. Das Goodie Bag hat es leider nicht gegeben. Dann Universal Embossing Folder Socks hier, diese hier um 4,95 Euro. Der zweite Embossing Folder um 2,95 Euro. Den Leinenkarton Romance hat es leider nicht gegeben. Stempelkissen Jumbo Java um 1,39 €. Die Stayson um 2,99 €. Das Shimmer Sheets hat es gegeben um 5,99 €. Die Pailletten jeweils um 89 Cent bis auf 1, das hat 99 Cent gekostet. Die Styroporkugeln, die großen 85 und die kleinen 50 Cent. Die Memento Stempelkissen 1,25 €. Die Cleaning Brush 5,49 €. Und das zweite Papierpack, was dabei war, 3,99 €. Das war jetzt alles von der lieben Sarah. So, dann geht es wieder weiter mit der lieben Steffi. Ich räume mal schnell weg. Schwupp, alles ist wieder weg. Und weiter geht's mit der lieben Steffi. Was ich die Steffi hier bestellt habe, zeige ich euch auch gleich. Und zwar hat sie sich noch Ergänzungsstempelkissen geholt in verschiedenen Farben, die sie noch nicht hatte. Beim letzten Haul hat sie ja da auch schon zugeschlagen, da waren einige Farben nicht. Ich habe es der Steffi gleich getan, das zeige ich euch später. Sie hat mich angesteckt mit diesen Stempelkissen, die habe ich mir dann auch geholt. Dann hat sie hier eine Standschablone Weihnachten mit dazu bestellt. Hier so kleine Pilze, die sind auch mega süß. Einen Baum. Und hier Igelchen und ganz, ganz mini, mini, mini kleine Laubblätter. Ist auch echt süß. Also hier ein Igel und eine Schnecke ist das eigentlich. Dann hier eine Prägeschablone für die Big Shot oder Trovail oder eine Cuttleberg. Ja, meine ist eine Cuttleberg. Da hat sie jetzt eben zwei Matten dabei. Hier ist die Gummimatte. Das ist im Übrigen die gleiche Gummimatte, die ich früher hatte oder habe, liebe Steffi. Also meine ist nur schon geplättet, Ende nie. Aber es ist die gleiche Matte, das heißt, du wirst lange, lange Freude damit haben. Wie du siehst, meine schaut mittlerweile so aus. Hat schon Risse, funktioniert aber noch nach wie vor noch relativ gut. Ups, jetzt habe ich den Dreck darauf. Das ist genau die gleiche Matte, also mit der kannst du echt, echt super embossen. Und die funktioniert
prima und tadellos. Und falls du keine Embossing-Platte hast, eine zweite B-Platte, ist die auch noch mit in dem Paket dabei. Finde ich nämlich super, super toll, dass man da extra wirklich noch eine Matte dazu hat. Und um den Preis habe ich mir letztens bei Nelly Snell ja diese Matte hier geholt. Also nur diese Matte. Funktioniert auch zum Prägen super gut. Aber war relativ der gleiche Preis wie diese hier. Und hier ist aber noch die Platte mit dabei. Also zahlt sich definitiv aus zu empfehlen, die zu verwenden. Also gerade bei so Standschablonen, dass man da noch nachprägt. Du wirst den Unterschied merken. So, rein mit dir. Also bei der nächsten Bestellung wandert die bei mir definitiv auch in den Einkaufskorb mit. Dann haben wir hier, sie hat sich so Buchstabenstempel besorgt. In klein und in groß. Dann hier einen Stempel mit Frohe Ostern. Ein bisschen verfrüht, aber gut. Und hier so ganz, ganz kleine, süße Epoxy-Sticker mit dem Wuffi-Wuff. Finde ich richtig, richtig niedlich. Dazu hat sie sich auch einen Block, der kommt noch gleich, hat sie sich auch noch einen Block geholt. Und hier Frohe Weihnachten-Stempelkissen und ein Versa-Magic-Nachfüller, weil sie das mit der Embossing-Technik von mir gesehen hat, mit der Murmeltechnik. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch hier oben im Eck. Könnt ihr euch das noch ansehen, für was diese Tinte, Nachfülltinte, gut ist. Und hier der Block zu den Stickern, finde ich auch richtig, richtig süß. Und die Farben sind wirklich mega niedlich. Also so richtig schöne, liebliche Farben. Echt, echt zuckersüß. So, das war der Steffi ihre Bestellung. Die Preise sage ich euch auch noch schnell durch. Also die Epoxy-Sticker mit 1,49 €, hier das Paperpack mit 6,49 €, dann der Stempel Frohe Weihnachten um 99 €, Frohe Ostern um 1 €, hier die jeweils um 1,50 €, die Stempel ABC, dann die kleine Standschablone hier um 4,99 €, die Bäumchen. Dann haben wir hier die Stempelkissen, waren jeweils um 1,39 €. Ich packe das gleich weg, dann brauche ich es später nicht nochmal packen. So, die Stempelkissen, ja, eigentlich für was man die Bestellung eigentlich aufgegeben haben oder ich inszeniert habe, dass man wieder bestellen dort, wären eigentlich die Mini-Stempel gewesen von, wie heißen die? Jetzt habe ich es vergessen. Santoro, also die Püppchen, die, helft mir, wie heißen die? Die, ja, ihr wisst schon, die, mir fällt es nicht ein, die kleinen Püppchen, diesen hier, diese, wie heißen die? Ach, Mensch. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Wegen denen hätten wir eigentlich bestellt, weil die waren nur im Angebot um 1,50 €. Aber die waren alle nicht lieferbar. Kein einziges. Ich hätte mir nämlich alle geholt. Aber kein einziges ist angekommen. Echt, echt. Ja. Dann hier die Standschablone um 7,99 €. Der Baum. Der Igel und die Schnecke um 2,99 € und hier die kleinen Pilze um 2,99 €, die im Matte um 6,50 € und das Versamark um 2,99 €. Das wären der Steffi ihre Sachen gewesen. So, ups. Dann geht's weiter mit der Sabrina ihren Sachen. Die hat sich auch ein bisschen was bestellt. Und zwar diese Stempel hier waren auch im Angebot. Mit verschiedenen Sprüchen. Just for you, take care, thank you, have a lovely day, it's your birthday, special for you, feel better soon.
All the best, best wishes, lots of love, with love, good luck und so weiter und so fort. Den hat sie sich geholt, dann auch wieder hier. Frohe Weihnachten. Und so einen kleinen süßen Elefanten, der Stempel ist ja Zucker, Zucker, Zucker. Hier der kleine Elefant mit einem riesengroßen Berg an Luftballons. Finde ich echt, echt süß. Man könnte auch nur die Luftballons stempeln, ohne den Elefanten. Wäre auch eine süße Idee, den kann man sicher abvariieren. Den finde ich richtig, richtig süß. Dann hat sie hier noch einen Stayzone Cleaner. Ein Stempelreiniger für die Stayzone-Tinte zu verwenden, sonst bekommt man die gar nicht ab. Und hier ein Stempelkissen in Weiß, auch das ist ein Kalkink, das heißt, man kann es super, super, super gut stempeln auf dunklen Untergründen. Dann hat sie hier noch Embossing-Pulver in Babyrosa, also in Pink, und in Opak-Weiß und hier in Durchsichtig. Und die anderen hat es leider nicht mehr gegeben. Und jetzt zu den Preisen, weil das war jetzt der Sabrina Irnt schon. Zu den Preisen. Das Stayzone war mit 2,99 € mit dabei. Das Stempelkissen wieder um 1,49 €. Dann hier der zuckersüße Stempel um 4,99 €. Frohe Weihnachten wieder um 99 €. Dann die Embossing-Pulver waren jeweils um 1,59 €. Und der Stempel. Und der Stempel hier mit Best Wishes um 1,99 €. Das waren die Sachen von der lieben Sabrina. Und jetzt kommen noch die Sachen von mir. Und zwar habe ich mir hier zum Beispiel Graupappe geholt, also so Chipboard. Ja, irgendwie dachte ich, 2 mm wären irgendwie dünner und das wäre sinnvoller zum Einsetzen, aber irgendwie kommt mir das jetzt doch super mega dick vor. Ich wollte es einfach nur so haben für Albums zum Verstärken von diversen Alben und so. Aber das ist ja, ja, richtig dick. Da kann man schon irgendwie was draus bauen eher. Aber auch nicht schlecht für meine Stempeltürme. Brauche ich ja auch immer wieder sowas. Das ist eben nur blöd immer zum Schneiden, wenn es so dicke Pappe ist. Aber auch praktisch, wenn man dann irgendwie Schächtelchen oder sowas macht. Was ich genau daraus noch mache, habe ich echt keine Ahnung. Aber ich habe es dort entdeckt und es war gerade im Angebot. Und ich dachte, für irgendwas wirst du das sicherlich wieder mal brauchen. Also bestellst du es lieber gleich mal mit. Weil sowas mal zu Hause zu haben, wenn man dann eine Blitzidee hat, ist sicher auch nicht schlecht. So, das war das. Dann geht es hier weiter. Das sind meine Zettel. Dann habe ich mir hier bestellt einen kleinen Stempel, und zwar einen Halloween-Stempel, wo drauf steht, ich dachte eigentlich, das wären einzelne Sprüche, aber bin dann drauf gekommen, dass das ein Spruch im Ganzen ist. Und da steht drauf, trick or treat, give me something good to eat. Give me candy, give me cake, give me something good to take. Ja, aber ich denke mir, ich werde mir nur hier oben das trick or treat runterschneiden oder so. Ja, dann kann der Spruch auch trotzdem bleiben. Und hier sind noch so Mäuse und Halloween-Kopf und ein kleiner Totenkopf und hier so ein kleines Grab. Auch zucker, zucker süß der Stempel. Dann habe ich mir geholt einen Glue-Pen. Den möchte ich mal ausprobieren, wie der wirklich funktioniert. Ob man mit dem Punkt genau kleben kann, wie der zum Auftragen ist. Ah, komm raus. So. Memo. Okay. Das heißt, der ist nicht permanent. Okay.
Ich dachte eigentlich, das wäre so ein permanenter, aber scheint kein permanenter zu sein, sondern eher so mit einer Memo-Funktion. Push drücken. Ha, jetzt kommt Kleber raus und dann kann man hier. Ich sehe da irgendwie keinen Kleber. Ah doch, kommt ein bisschen Kleber raus und der ist sofort sticky. Oh, das finde ich aber gut. Das heißt, man kann wirklich so sofort so Sticky Notes machen. Das wäre jetzt interessant, ob der jetzt mit Folien, das muss ich jetzt ausprobieren, ob der mit Folien funktioniert, mit meinen Magic Folien. So, wo habe ich meine Folien? Moment. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie Sachen verräumt und dann selber nicht mehr wisst, wo ihr das hingetan habt? Ich habe nämlich gerade im Moment absolut keinen Schimmer, wo ich meine Folien hingeräumt habe. Ich glaube, die sind noch in der Kiste irgendwo in dem Kasten. Ja, wurscht. Ich habe da nämlich ein bisschen umgeräumt bei mir im Zimmer. Und jetzt finde ich meine Folien nicht. Ich muss die später suchen. Egal. Ich glaube, das könnte funktionieren mit den Folien, dass man da wirklich was draufschreibt. Und dann die Folie eben klebrig macht. Da bin ich echt, echt gespannt. Also, das hätte ich jetzt gerne, gerne sofort ausprobiert. Ich liebe ja solche Sachen immer sofort auszuprobieren. Aber für Memo, wie gesagt, funktioniert super. Freue ich mich. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein permanenter. Aber mit dem bin ich auch zufrieden. Dann habe ich mir hier solche Ink-Applikator-Schwämmchen oder Filze geholt für meinen, ja, den viereckigen, ihr wisst schon, den, wie heißt der? Ja, Wischer. Den habe ich mir geholt, also die Nachfüllpacks. Und dann habe ich mir hier diesen geholt. Da waren zwei, habe ich schon einen draußen, wie ihr sehen könnt. Das ist dieser hier. Sind auch so zwei Wischwämme, nur diesmal in rund. Da waren in dem Paket waren zwei Wischer drinnen und vier Schaumstoffdinger. Sind im Unterschied zu denen ein bisschen anders. Das ist ja wirklich ein Schwämmchen und hier sind so Stofffilze irgendwie. Und dazu passende Nachfüller gleich in rund. Die habe ich mir geholt. Dann habe ich mir geholt Stempel Frohe Weihnachten und eine Waterbrush, wobei ich da schon reingesehen habe. Ich habe gehofft, dass das eine dünne ist. Wie oft sage ich in dem Video eigentlich Ach Mensch. Ja, jetzt ist das aber leider so eine dicke Spitze. Ich habe gehofft, dass das eine dünne wäre. Kann man nichts machen. Also so ein Wassertankpinsel, den man eben hier dann so drehen kann, komischerweise, und das Wasser runterdrehen kann, runterdrücken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Glitzer auch funktioniert oder so, dass man es als Glitzerstift verwendet, dass man da jetzt Glitzerpulver einfüllt oder so. Könnte auch funktionieren. Ist von Nellys Nennen mit Stöpsel. Irgendwie hält der Stöpsel nicht oder ich mache irgendwas falsch. Ich glaube, da ist so eine Schutzkappe noch drinnen. Ah, jetzt. Nein, doch nicht. Was ist das jetzt? Ah, jetzt funktioniert es. Okay. Ja. Ein Wassertankpinsel. Ich hätte gehofft, dass ein feiner ist, weil ich brauche einen feinen, aber das ist wieder so ein grober. Shit happens. Kann man nichts machen. Dann habe ich hier noch verschiedene Pulverchen. Und zwar habe ich mir so ein Pigment geholt in Cube. Da habe ich mir bei Bärbel dann den Rest dazu bestellt, weil ich von dem angetan war. Dann habe ich mir hier noch Embossing-Pulver bestellt. Einmal in dem Babyblau, in Babypink,
in Gold und in Silber. Die habe ich auch noch gebraucht. Und dann habe ich zugeschlagen bei Stempelkissen. Als erstes habe ich mir hier das VersaCraft geholt. Das kann auch auf, ist ein Pigment Ink. Aber ein besonderes, das kann nämlich auf Stoff auch gestempelt werden und ist dann sogar waschbar bei 30 Grad. Da bin ich schon am Rumtesten bei den ganzen Stempelkissen. Ich habe mir jetzt einige geholt in Schwarz. Und ich möchte mir jetzt auch noch mehr holen. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene schwarze Stempelkissen. Und die möchte ich dann eben wirklich testen auf Papier, auf Stoff, auf Metall, auf Folie, wie welches Kissen ist und für was welches Kissen wirklich geeignet ist, wie die Farbabgabe ist und so weiter und so fort. Wie verträgt es sich mit Copics bzw. mit Alkoholmarkern, wie verträgt es sich bei Aquarelltechnik und so weiter und so fort. Und dazu habe ich mir jetzt einige schwarze Stempelkissen geholt, unter anderem eben dieses VersaCraft. Und ich kann schon vorab sagen, ich bin mit dem hochzufrieden und sehr überrascht. Und aber ja, wartet den Test ab. Ich warte noch auf ein paar Stempelkissen, die ich noch dazu testen möchte. Aber bis jetzt ist das eigentlich mein Favorit, kann ich jetzt schon verraten. Und dann habe ich mir hier noch eine ganze Palette an Stempelkissen geholt. Die liebe Steffi ist schuld. Die hat mich damit angesteckt. Hier mal die ganzen. Hier ist schon einer runtergefallen. Die ganzen Pigment-Kalk-Ink-Stempel in allen möglichen Farben, was es da nicht so alles gibt. Ich habe mir die jetzt alle nach Nummern sortiert und habe mir wirklich jede Farbe, die sie hatten, habe ich mir geholt zum Kolorieren und von Hintergründen. Ihr seht, ich halte einfach so hin, wirklich alle möglichen Farben, die es da gegeben hat. Ich glaube, 40 Stück waren es oder so. Ich habe es jetzt der Steffi nachgemacht. Ich habe es nur alle in einem bestellt. Sie hat es jetzt, glaube ich, auf 3-mal oder so bestellt. Ich habe es jetzt auf 1-mal und wirklich alle Farben dazu geholt, die es da irgendwie gibt. Denn damit kann man wunderschöne Hintergründe gestalten und auch auf dunklem Karton super schön stempeln. Da kommen die Farben auch richtig schön raus. Auch hier die dunklere Variante, die habe ich mir geholt. Dann habe ich mir, den hatte ich schon, den Memento in Schwarz, Tour Black. Das ist eben zum Testen. Dann habe ich mir hier von den Brilliance Farben das Graphic Black geholt, zum Testen, wo da jetzt der Unterschied ist zu Memento, zu Versamark, zu Stazon und so weiter. Und hier auch das Versa Magic in Schwarz. Ebenso, also das sind jetzt alles 3 schwarze Stempelkissen. Wie die dann wirklich sind, das teste ich, wie gesagt, und zeige euch das. Auch dieses habe ich mir hier bestellt, das Dye Ink Pad von Artist, vom Dollcraft. Da wollte ich das Pigment Ink auch haben, das war leider nicht lieferbar, sondern nur dieses. Auf den Test wäre ich richtig gespannt gewesen, weil es die gleiche Firma ist, gleiche Verpackung, nur hier unten steht dann eben, so kann man es gar nicht lesen, aber so könnte man es lesen, steht dann eben Dye Ink und bei dem anderen ist ein Pigment Ink, wie die eben dann sind zum Vergleich. Und ich habe mir auch hier ein kleines Kissen geholt von dem VersaFine, ja, auch zum Testen. Wie gesagt, ich möchte wirklich die ganzen Schwarztöne testen. Was ist das beste Stempelkissen? Wo, auf welchem Papier hält es am besten? Also seid gespannt auf den Vergleich, der kommt dann noch. Und dann habe ich mir hier noch die Encore Stempelkissen geholt. Das sind Metallic-Farben. Da habe ich 3 gehabt. Ich habe sie in Kupfer, in Silber und in Violett gehabt und jetzt habe ich mir endlich alle anderen Farben auch geholt, denn mit denen war ich auch super zufrieden. Sind auch Pigment Ink wie diese hier. Das heißt, man kann sie auch auf dunklen Untergründen stempeln. Hat aber nur den Vorteil, dass die eben noch glitzern oder metallisch sind. Das sind ja matte Farben. Hier in Gold, in Green, in Blue, Purple und Pink.
Und hier, das ist falsch, Bronze, Kupfer, Champagner, Silber, na, Silber und Honey Drave und Sardin Rose. Ja, die habe ich mir auch noch dazu geholt. Zu den Preisen, die ganzen Stempelkissen hier um 1,39. Also da kann man sich wirklich die ganze Kollektion dann auch zulegen. Schreckt mich nicht so vom Preis, also ist relativ human. Ich weiß gar nicht, ob es da Nachfüller gibt für die kleinen Stempelkissen oder nicht. Das wäre auch noch eine interessante Frage. Da muss ich mal schauen. Dann die Encore Stempelkissen waren mit 1,80. Wie gesagt, die metallischen. Das Inkpad hier mit dem Dye Ink kostet 2,50 Euro. Die Nachfüller hier mit 1,20 Euro. Der Wassertankpinsel war mit 3,99 Euro. Das Stempelkissen frohe Weihnachten um 99 Cent. Ja, die ganzen Santorini gibt's natürlich nicht. Gorgeous, jetzt habe ich den Namen, oh Gott. Gorgeous, die ganzen Gorgeous-Püppchen. Ja, wie gesagt, ich hätte mir alle bestellt. Alle möglichen Modelle gibt's aber leider nicht mehr. Ja, was soll man machen? Die Embossing-Pulver um 1,59. Das Versafine um 1,99. Ach, das habe ich schon weggepackt, jetzt hätte ich es fast vergessen. Das habe ich mir auch noch dazu geholt. Das Waterart Zeichenpapier, also Aquarellpapier, das habe ich mir auch noch dazu geholt. Das wäre um 3,99. Dann der kleine Stempel hier, der Halloween-Stempel war um 1,99. Die Versacraft Tinte um 5,99. Die kleinen Blending Tools im Doppelpack um 4,99. Die Nachfüller um 3,99. Das Pigment Puder hier um 1,69. Und der Klebestift hier um 1,50 €. So, das war mein Einkauf und der Einkauf der anderen drei Mädels. Ich sehe hier noch, das war auch noch als ein Goodie dabei. Hier so eine Präge-Schablone, Embossing-Schablone. Ja, wo man dann wirklich so mit dem Dotting-Tool das rausprägen kann. Das war auch noch dabei. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles. Die Kiste ist leer. Alles aufgeteilt. Alles verstaut. Das war der Einkauf von mir und von den drei Mädels. Wie gesagt, ihr kennt das, glaube ich, vom letzten Haul schon. Wir haben immer zu dritt bestellt, damit wir uns einfach die Versandkosten sparen, denn nach Österreich wären die Versandkosten irgendwas bei 15 Euro und ja, die teilen wir uns dann jedes Mal auf. Denn so ist dann billiger, wir teilen uns da die Versandkosten zu viert und dann eben in Österreich nochmal weiter zum Verschicken, kommen wir trotzdem um vieles, vieles, vieles billiger weg, als wie jede von uns einzeln bestellen würde. Ja, für Deutschland ist das schöner, denn die haben, glaube ich, bei 150 Euro oder so irgendwas versandkostenfrei. Das gilt bei uns für Österreich leider nicht. Aber ja, hier schon. Tja, drum machen wir Sammelbestellungen. Wir wissen uns ja zu helfen. So, meine Lieben, wenn euch der Haul gefallen hat, würde ich mich natürlich um einen Daumen hoch freuen. Und Kommentare sind natürlich auch herzlich willkommen. Was sagt ihr? Habt ihr noch ein Stempelkissen, das ihr hier irgendwie vergöttert? Also nur jetzt in schwarzer Farbe. Ich habe hier das Versacraft, ich habe das Artist Dye Ink, das Versafine Ink, das Versa Magic, das Momento, das Brilliance, dann ein handelsübliches an Schwarz, dann habe ich hier noch schon zu Hause gehabt, Permanent Stempelkissen in Schwarz von Ideen mit Herz
und das Stayson. Also das sind mal jetzt nur schwarze Stempelkisten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die ich jetzt hier habe, zur Verfügung habe zum Testen. Wie gesagt, ich möchte mir noch drei andere noch dazu holen und dann wirklich den Test machen, welches dieser schwarzen Stempelkissen ist jetzt endlich der Guru unter den Stempelkissen, welches sollte man sich anschaffen. Ich habe ja schon rumexperimentiert mit diesen, die ich hier habe, und ich habe schon meinen Favoriten, muss ich schon ehrlich sagen, wo ich sehr damit zufrieden bin. Aber jedes Kissen hat so seine Vorteile. Welche das sind, das verrate ich euch in einem anderen Video. Falls ihr noch einen Tipp habt, welches Kissen ich noch testen soll, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Was verwendet ihr für Stempelkissen oder habt ihr da einen speziellen Tipp, was hier noch beim Test unbedingt dabei sein sollte? Das Video kommt dann irgendwann einmal später. Denn jetzt, muss ich ehrlich sagen, bin ich total voll mit Videos. Ich glaube, ich habe den nächsten Monat, könnte ich jeden Tag ein Video hochladen. So voll ist es. Ich hänge total nach. Mit der Geburtstagspost auch und dem ganzen Zeug, was jetzt alles war, so dass ich wirklich fast täglich ein Video hochladen könnte. Und der größte davon sind irgendwie Auspackvideos, also gar keine Bastelvideos. Aber ich mache es trotzdem. Ich habe mir zuerst gedacht, vielleicht lasse ich die weg oder so. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, gehört zu meinem Kanal einfach dazu. Die Hauls sind ja da. Ich kaufe die Sachen ja wirklich ein. Also mache ich auch die Videos drauf. Ob es den einen vielleicht schon nervt oder langweilt, weiß ich nicht. Aber ich denke mir, den, was nervt oder langweilt, der hat schon längste Zeit das X gedrückt und hat das Video verlassen oder hat es erst gar nicht angeklickt. Der wartet dann einfach wieder auf ein Bastelvideo. Ich hoffe nur, dass nicht irgendwelche abspringen und da jetzt irgendwie Rambazamba machen, weil jetzt so viele Hauls und Auspackvideos sind und weniger Bastelvideos. Die kommen natürlich wieder, keine Frage. Aber das gehört ja alles zum Basteln dazu. Und ich zeige euch ja wirklich auf meinem Kanal alles nur, was irgendwie mit Basteln zu tun hat. Sind sie jetzt die Auspackvideos, die Hauls, die Ü-Post, die Geschenke oder Tauschpost oder ja, was da nicht alles gibt, gehört ja alles zum Basteln dazu. Ihr sollt ja wissen, woher ich meine Materialien beziehe, wenn ich etwas mache. So, das war mal zu dem. Das ist jetzt das. Und jetzt endgültig, bitte hinterlasst mir, wie gesagt, den Kommentar unten runter. Was sagt ihr zu den Sachen? Was sagt ihr zu dem Pigment und Dye-Inks? Was geht da noch ab? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Daumen hoch würde mich natürlich auch freuen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und ich dich nicht zu Tode gequatscht habe, hier unten, da ist eine kleine Fee. Da brauchst du nur drauf drücken und kannst meinen Kanal kostenlos abonnieren. Würde mich natürlich freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.